Hallo wieder, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier dreht sich alles ums digitale Zeichen, vor allem für Procreate. Ich habe hier mein iPad mit Generation 7, den 1er Apple Pencil. Ja, und wie immer, meine Leinwand ist 3000 bei 3000 mit 300 DPI. Aber jetzt kurz noch, um was es geht, und zwar, wie man hier die Referenz einfügt. Das zeige ich euch jetzt dann gleich. Bevor ich aber loslege, sage ich noch kurz etwas zu mir. Ich bin Sandra, Illustratorin, und wenn ihr irgendwelche Fragen zu Procreate habt oder sonstige Fragen zu digital zeichnen, dann schreibt es mir gerne unten ins Kommentar. Ich versuche es so bald wie möglich zu beantworten. Also legen wir los. Und zwar, heute geht es um das Thema Referenz. Du kannst, wie ich schon in den Videos davor gezeigt habe, mit hinzufügen, also unter Aktionen dann hinzufügen, Fotos oder hinzufügen mit einfügen oder selber aufnehmen. Selbst aufgenommen mit dem iPad habe ich jetzt meine Zeichnung, meine handgezeichnete Zeichnung, die ich vorher eben in so ein kleines, schickes kleines Büchlein reingezeichnet habe mit Bleistift, und dann zeichne ich das dann immer ab. Man kann es natürlich auch gleich digital mit dem Bleistift vorzeichnen. Aber was ich jetzt euch noch zeigen wollte, ist eben die Referenz. Und dazu musst du hier auf Aktionen, dann Leinwand, Referenz, und dann macht es hier ein Bild auf. Und wie man sieht, macht es hier auch gleich die Leinwand auf. Das heißt, was ich von welcher Referenz ich das Zeichnen abzeichnen möchte, kann ich wählen, entweder von der Leinwand, was jetzt für mich ja ein Quatsch wäre, weil ich es ja schon drauf habe. Man kann aber auch ein Bild einfügen, und zwar gibt es hier zwei Varianten. Wenn du sagst, okay, du hast schon ein Bild abfotografiert wie ich vorhin und hab mir einfach eine neue Referenz erstellt, dann kannst du diesen kleinen Bildschirm kannst du auch so hoch und klein ziehen, wie du willst, und auch verschieben, indem du dann sagst, okay, ich möchte den lieber links oder rechts. Und zwar geht es darum, dass du sagst, wenn ich das jetzt mal ausmache und noch eine neue Ebene hinzumache, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt diese Referenz, um einfach vorzuzeichnen. Jetzt wähle ich mir einfach mal so einen Bleistift aus, den ich immer mir aus. Suche. Das heißt, ich kann hier jetzt von meinem Bild das einfach abzeichnen und sagen, okay, ich beginne komplett neu. Dazu muss ich es jetzt wieder ein bisschen kleiner machen, sonst geht es ja alles nicht, und kann jetzt anfangen, es neu zu zeichnen oder neu abzuzeichnen oder es mir eben unterzulegen. Was man natürlich auch machen kann, ist, anstelle jetzt hier meinen Fisch nochmal neu abzuzeichnen, da ich ihn ja schon gezeichnet habe, kann man den ja auch drunter legen, so wie jetzt bei der Kuh, dass man sagt, okay, ich nehme das jetzt als Vorlage und zeichne das dann den bestimmten Pinsel ab. Was ich aber auch machen kann, ist, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt nicht diese Referenz, sondern ich wähle jetzt zum Beispiel etwas, gibt es immer so Challenges im Internet, zeichne das in deinem Style, also draw this in your style. Und dann wählt man sich einfach irgendwas aus, wo man sagt, okay, da fällt mir jetzt dazu irgendwas ein, dass ich das zum Beispiel jetzt in meinen Style zeichnen könnte. Besuche dann die Seite, um das Bild einfach mir zu holen, damit ich nicht da immer hin und her switchen muss. Tu lange draufdrücken, in Foto speichern. Okay. Drücken. Dann gehe ich jetzt noch mal raus, guck, ob es mir das auch übernommen hat, und dann kann ich eben gucken, Bilder muss ich erstmal hier löschen, dann Bild importieren, und dann nehme ich eben mein Referenzbild her und sage, okay, jetzt kann ich das in meinen Style eben nachzeichnen und sagen, okay, ich mache das jetzt haargenau so nach, aber eben in meinem Style, wie ich das eben haben möchte.
Oder du kannst natürlich auch sagen, das ist dann deine Vorlage, wo du sagst, okay, ich möchte ein bisschen mal zeichnen üben und gucken, wie das so ist. Und am Anfang mache ich immer erstmal so eine grobe Skizze. Und klar, dass es dann auch nicht immer gleich perfekt ist und so. Und du darfst es ja auch nicht unterschätzen. Ich zeichne das hier jetzt in 2 Minuten oder wie auch immer, ist ja egal, wie schnell man das zeichnet. Aber andere zeichnen dann einen ganzen Tag für ihren eigenen Design oder sogar auch 2 Tage. Also klar kann man nicht so gut malen in so ein paar Sekunden, vielleicht dann auch schon besser, wenn man irgendwann mal in Übung ist, aber eben nicht so, als wenn man sich jetzt stundenlang Zeit nimmt, die ganzen Sachen nachzuzeichnen. Wenn du jetzt sagst, okay, hier diese Boppe oder die kleinen Füße zum Beispiel, ich will jetzt keine kleinen Füße zeichnen, sondern eher die großen Füße von den Hasen. Ich halt das eher so cooler finde oder für mich eben optisch schöner finde, wenn ich das einfach mit größeren Beinen mache. Oben sind auch noch so kleine Händchen, wobei meine Händchen dann auch wieder größer werden. Dann müsste ich jetzt die Schleife wieder ein bisschen kleiner machen. Kann man dann auch ja noch danach ändern. Und genauso wie du jetzt von anderen Designern auch gucken kannst, okay, was mag ich denn von denen? Mag ich die großen Glubschaugen, die Cartoon-Augen oder finde ich es schöner, wenn die klein sind und niedlich sind? Da kann man sich auch die verschiedensten Sachen anschauen. Was gefällt dir, in welchem Style? Und kannst du eben nachzeichnen. Und was ich da noch sagen wollte, es ist ja jetzt so groß ohne dieses Feld, was da ist. Und wenn du da einfach mal nur so draufklickst, kannst du das eben einblenden und wieder ausblenden, damit du eben das ganze Bild hast. Ja, genau, und das war's jetzt schon wieder von mir. Ich finde schön, dass ihr immer wieder da seid. Hinterlasst mir auch gerne ein Hallo als Kommentar oder eben eine Frage, wie schon gesagt. Ansonsten findet ihr meine ganzen Links unten in der Beschreibung. Und sonst sehen wir uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.